wäre auch in den anderen reingekommen. Ja, heute ist der nächste Tag. Abklebeband da an dem Auto bei uns, oder? Wir haben dann überlegt, Seitenflaggen in dem Pink dann nachher da drauf. Ja. Hi, Sophia. Nehmen wir einfach das mit der meisten Schokolade drauf. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Das ist ja das Gute, ne? Ihr macht es elegant. Das ist war das nicht genau der, in dem du schon mitgefahren bist? Daniel ist ein großer Fan von mir. Moin. Wer ist das denn? Endlich kann ich euch die neue Farbe zeigen. Ich kann es kaum erwarten. Achtung, fester Blitzer in 500 Metern. Oh mein Gott. Du sollst die Blitzer-App nicht bei der Fahrt benutzen. Wieso? Ich benutze sie ja. Das ist auch der Trick. Ich darf die ja benutzen, weil ich bin der Beifahrer und du darfst sie nicht benutzen. Also hör weg. Okay. Fester Blitzer. Nichts gehört. 100 Metern. Fester Blitzer. Da ist er. Da, da, da. Jetzt brauchen wir diese Instagram-Dinges-Story. Sound dabei. Super Zoom. Achtung. Mobiler Blitzer. Oh Gott. In einem Kilometer. Oh, schon wieder Blitzer. Was ist denn hier los, Ruhrpott? Wie schnell fährst du? Das ist aber zu schnell. Nein, gar nicht. Ich sehe leider nichts, wenn du mit deiner Kamera hier im Spiegel... Achtung, mobiler Blitzer. Mobiler Blitzer. 100 Meter. Noch ein Blitzer. Wo sind denn die ganzen Blitzer? Ich habe keinen gesehen. Gibt's keine, das ist nur eine Verarschung. Jetzt fahren wir zuerst zur Motorshow, weil heute ist der erste Tag, heute ist Pressetag und heute wird da alles Mögliche präsentiert. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich glaube, wir können auch hier rein. Nee, hier können wir nicht rein. Hier, P6. Oder nee, fahr geradeaus da zu der Frau. Hallo. Da reicht ja einer, ne? Ja, mach mal einen nur. Zack. Einmal nach links. Der ist gut hier. Ja. Ich wäre auch in den anderen reingekommen. Tür auf. Ich will den nicht anfassen. Guck mal, wen ich aufgegabelt habe. Hast du deine Praktikantin mitgebracht, ja? Ja, heute ist der nächste Tag. Gestern waren wir ja auch schon hier und da sah das Ganze auch noch ein bisschen anders aus. Jetzt liegt hier auch ein roter Teppich und die Autos sind jetzt ja auch so positioniert. Gestern standen die auch noch ein bisschen anders. Aber wenn ihr schon mal da vorne hinguckt, seht ihr, der Porsche, der steht schon sehr offensichtlich da, aufgebockt. Ist das nur das Abklebeband da an dem Auto bei uns, oder? Ich weiß es nicht, ob da im Einstieg schon das... Komm, wir gucken mal. Und ich sehe, da ist auch schon jemand fleißig am Arbeiten. Ja, cool. Hi, du bist schon fleißig? Ja, ein bisschen. Schön sauber ist er. Sah ja gestern auch noch ein bisschen anders aus, ein bisschen dreckiger. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht, wann das Auto fertig sein wird, aber ich kann es kaum erwarten. Hey, aber was ich gerade sehe, war das... Achso, ey, das sah gerade silber aus im Licht. Ich dachte schon so, hä, seit wann ist die Leiste silber? Dann seid gespannt, das ist ja nicht mehr so lang. Was meinst du ungefähr, wann wird der so fertig sein? Oder macht ihr so die ganze Woche immer so ein paar Teile? Also so wie ich den Plan kenne, machen wir das immer die ganze Zeit. Also quasi am Sonntag ist er dann finish oder schon eher? Also nächste Woche? Also er wird wahrscheinlich schon wieder fertig sein. Jetzt kann man sich schon mal so ein bisschen die Farbe vorstellen, wenn da so ein Fizzle schon dran klebt. Wir haben dann überlegt, Seitenflaggen in dem Pink dann nachher da drauf. Ja, das haben wir auch gerade schon gesagt. Ey, vor allen Dingen, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er hier tatsächlich hier so stehen bleibt, so offensichtlich. Ich dachte noch, der kommt in der Ecke. Zum Glück, weil dann hinten wäre dann total schlecht gewesen zum Polieren. Ja klar, aber ich meine, hier steht er ja richtig geil. Richtig toll. Freue ich mich. So, wir suchen jetzt mal den Fabio. Ich sehe ihn noch nicht. Ich auch nicht. Gerne. Hallo. Hi, Sophia. Ich muss mal gerade den Herrn hier durchlotsen. Danke. Geht mal einfach nach vorne, da ist der Lothar, den siehst du ja schon. Guten Tag. Ach, hallo, Fabio. Grüß dich. Alles Bestens. Bei dir auch? Ja, ein bisschen im Stress hier, siehst du ja, ne? Ja, ja, Job hier irgendwo auftaucht. Was präsentiert ihr denn hier heute? Geheim. Keiner gehört hier. Mikrofon aus. Sehr cool, ja. Ich muss auf Fabio. Setzt dein Ernst. Ja, auf jeden Fall. Wer ist denn die Zeit? Also, es gibt da so einen Presserundgang um die ganze Messe. Verzeihung. Und der endet halt hier bei uns am Stand. Ach so. Und jetzt ist hier. Hallo. Hi. Sophia. Klaus.
der endet halt traditionell immer hier bei uns. Das heißt, gleich kommt der ganze Pressetrost und wir machen hier kurz eine Standeröffnung, zeigen das Fahrzeug, werden noch was bekannt geben, was Ford Performance Parts in Deutschland angeht und dann geht's los. Ja, dann gucken wir mal. Da haben wir jetzt gerade von JP mit Kameramann gekommen. Ach, der war das. Der JP war das. Ich dachte mir, der kam mir gleich so bekannt vor. Ja. Toll, dass ihr auch einen großen Amateur habt. Hallo! Hi, grüß euch. Servus. Moin. Ja, herzlichen Dank. Da steht er. Eis, Schokolade, Essen. Nehmen wir einfach das mit der meisten Schokolade drauf. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Boah, das sieht ja geil aus. Das brauche ich jetzt. Der treibt mich so in den Wahnsinn, dann brauche ich jetzt erstmal ein fettes Eis. Ja, hier. Das ist doch die Wunderwoman. Ach nee, das ist nur eine Pappfigur. Schade. Wunderwoman steht hier vor der Kamera. Ja. Hier, warte, lass den mal filmen hier, das ist doch cool. Ach, das ist der mir ständig auf Instagram angezeigt wird. Der hier? In dieser komischen Comic-Werbung da. So, Sophia wurde gerade aufgegabelt von TechArt. Die hatten wir das letzte Mal gesehen in Genf. Sieht richtig cool aus. Ganz bestätig, Genf. Räder sind natürlich von uns. Gefällt mir richtig gut. Also ich kann es ja nur immer wiederholen. Ich bin überhaupt kein Fan von so Umbauten, aber TechArt gefällt mir richtig gut, wirklich. Und das sage ich sehr selten. Ja, gut, wir geben uns auch Mühe, dass wir nicht einfach drauf losändern, sondern... ihr macht das schon, also ihr verbastelt die Autos nicht, ne? Es gibt, also ich habe gerade noch irgendwo so ein, weiß nicht was das war, ein Turbo, der mit Nieten und so, oh Gott, nee, finde ich ganz schrecklich. Aber man muss auch sagen, bei dem neuen GT3 ist es ja so, dass diese Teile hier normalerweise in Plastik sind. Das ist Plastik, das ist Plastik. Ja. Vorne Plastik, alles Plastik. Und das, wenn das jetzt in Carbon-Optik ist, sieht richtig gut aus. Macht richtig viel her. Ja, also das, wir haben die gleiche Linie auch für den GT3 RS gemacht. Und das sind Sammlerfahrzeuge. Da geht es nicht ums Ändern, sondern da geht es um einfach die Qualität der Materialien. Und die Teile sind dementsprechend gar nicht auf einen eigenwilligen Style ausgelegt, sondern eben auf eine hochwertigere Anmutung. Habt ihr richtig gut gemacht. Was willst du beim GT3 jetzt groß ändern, dass er anders und besser aussieht? Ja, ich meine, das ist ja das Gute, ne? Ihr macht es elegant. Es ist nicht verbastelt. Ein GT3 ist ja an sich schon ein sehr schönes Auto und und die Leute, die sich kleine Feinheiten, kaufen, die dann noch fehlen, die macht ihr dann. Das sind noch mehr so die Leute, die das wegen Fahren und wegen den Emotionen, die Porsche über 60 Jahre generiert hat. Genau, wirklich. Wie sieht es denn aus mit dem Flügel? Jetzt können ja die Leute denken, ja, da ist ja außen ein bisschen Carbonfolie drüber gemacht. Aber das ist ja wahrscheinlich das komplette Heckteil ist ja wahrscheinlich neu. Wir haben auch eine andere Kontur. Also diese Lichtkante ist deutlich härter als beim Serienfahrzeug. Und auch die Kontur in sich ist ein bisschen eigenständig. Also es ist Vollcarbon? Es ist natürlich ein oder Sichtcarbon? Ja, natürlich. Also mit dem her ist es natürlich ein eigenständiges Teil. Jetzt steht hier dein Lieblingsauto und mein Lieblingsauto, beide nebeneinander. Es kann sogar sein, dass wir den Raira BC sogar schon mal direkt beim Pagani-Werk gesehen haben. War das nicht genau der, in dem du schon mitgefahren bist? Nee, der war rot. Ich bin im Roten mitgefahren. Aber war der nicht auch dabei? Das kann sein. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich gebe ja zu, ich war kurz drauf und dran, so eine ähnliche Optik für den GT3 zu nehmen, weil ich ihn ja immer liebevoll Tiger nannte. Aber ich dachte mir so, nee, das kannst du echt nicht bringen. Ja, aber das ist auch ein richtiger Tiger hier. Das ist ein richtiger Tiger. Sonst macht er wieder Videos hier schön? Ja, gerade dabei. Guck mal. Die Farbe von dem Stand ist dieselbe Farbe, wie unser Auto jetzt wird. Ja, das sieht echt gleich aus. Müssen wir jetzt mal umparken und da draufstellen, dann fällt der gar nicht mehr auf, dann ist der so getarnt. Was ist denn hier los schon wieder? Menschenandrang? Stimmt wieder dieser JP. Klar, Daniel ist ein großer Fan von mir. Komm, da muss er mit drauf. Nein. Nein? Wegen Daniel, ne? Komm, geh mal mit aus dem Bild. Na los, wir machen jetzt an. Du willst ein T-Shirt haben, oder? Steht auch dein Name drauf?
Ja, klar. Darf ich lange Autogramme haben? Von mir? Ja, die kosten auch. Moin. Grüße. Ebenso. Ja, auch. Ja, du hast mir jetzt am Ende Hallo. Quasi. Klaus, moin. Hi, grüß dich. Nico. Ja, wir sind auch irgendwie noch nicht wirklich weit gekommen hier heute, weil ständig an jeder Ecke wird man dann aufgehalten und dann... Ja, stimmt schon. Aber es ist cool. Ich bin das erste Mal hier. Ich bin jetzt einmal rübergelaufen, wir haben alles gefilmt. Ja. Wer ist das denn? Oh, I like your cap. Hi, how are you? Yeah, I'm fine. Hey. Have you seen our car? No, no, we were going there now. Actually. Yeah, you can follow us. We go back now. Okay. Yeah. Yeah. I like your cap. What color is your wrap? It's mint. Mint. Yeah, we only have. We also have a blue one. Oh, that's cool. It's like a little bit orange. Yeah. So it's. You wanna have this one? Yes. Okay. Oh, thank you very much. Boah, geile Käffi. Ja. Ist so ein bisschen zu eng, mein Kopf ist so, my head is too big. How do you like it? I think it's gonna look great. You'll need to put some more accents on it. I mean, not only the car and the color, but you're gonna change the wheels or keep them like no, that? No, they stay like that? Yeah. We do the black stripes like before on it, but yeah, only the color is changing now. Yeah, yeah, will be good. Good to see it on next year on Fuel Faction. Yeah, of course, definitely. Of course. So Leute, endlich kann ich euch die neue Farbe zeigen. Ich habe ja so lange ein Geheimnis draus gemacht. Ja, man sieht jetzt hier schon einiges. Es wurden jetzt hier schon ein paar Teile foliert. Das ist die neue Farbe, Mint, Matt. Die genaue Farbbezeichnung muss ich gleich nochmal nachfragen. War das nicht von 3M? Ja. Saturn Key West von 3M, ne? 3M. Ich schreibe es auf jeden Fall unten rein, falls es nicht stimmt. Oder Sateng. Sateng, das ist Sateng. Ja, das wird jetzt komplett so foliert in der Farbe. Das Pinke kommt natürlich ab. Da kommt natürlich wieder das Sophia Glade Logo in der Farbe dann auch auf die Windschutzscheibe. Und so wie er vorher war mit den schwarzen Streifen, einmal auf der Motorhaube und an den Seiten mit dieser Race-Flaggen-Optik, kommt auch wieder drauf. Also ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ich bin natürlich gespannt, wie das Auto dann vollfoliert aussieht. Es ist eine Geschmackssache. Also ich bin mir ziemlich sicher, 50% von euch sagen jetzt, boah, geht gar nicht, und 50% finden das jetzt total geil. Mir gefällt es, es ist mal was komplett anderes als das Orange vorher. Das war ja auch Sinn der Sache. Und diese Farbe sieht man halt eben nicht so oft. Ey, es kamen ja übrigens gerade schon total viele Leute auf mich zu, wo ich am Auto stand. Und haben mich auf diese Farbe angequatscht und meinten so, boah, krass geile Farbe und ja, voll gewagt und so. Ich finde die gar nicht so auffällig. Also die sieht schon auffällig aus, aber dass die Leute jetzt doch schon so erstaunt darauf reagieren, hätte ich nicht gedacht. Jo, aber doch. Das war ja Sinn und Zweck. Das sollte ja, auffallen. Krass, wie schnell die Zeit rumgeht. Ja. Auf jeden Fall kommen wir, ich denke mal, vielleicht in der Woche noch mal. Ansonsten das nächste Wochenende noch mal wieder, weil ja, dann ist der Porsche auch fertig foliert und wir müssen das Auto ja auch mal wieder mitnehmen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch was essen. So, I'm not come. Okay, noch mal. Wir sind jetzt hier mit Misha, Tom und Diana und essen jetzt den Aufgang. Misha, Tom, ja. Diana. Ja, wir haben eigentlich schon alles aufgegessen, deswegen. Bisschen dunkel hier drin, ja. Aber... ich bin nächstes Wochenende halt auch nochmal auf der S-Motor-Show. Ich weiß noch nicht welchen Tag, ich sag euch aber nochmal rechtzeitig Bescheid. Ich sag an dem Punkt jetzt mal hier schönen Abend noch, weil wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich bin müde, ich will auch nicht mehr quatschen, ich habe genug gequatscht. Vergesst nicht meinen Channel zu abonnieren, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und seid gespannt, denn im nächsten Video seht ihr dann, wie der GT3 komplett foliert aussieht. Bis bald, ciao, ciao.